inklusive Rindviecher natürlich. Irgendwie spielen diese Kuhglocken fast schon eine Melodie, oder? Ja, hier sieht man, Kühe machen auch. Ihr wisst schon was. Auf der Alm findet man es dann als Kuhfladen. Ja, und euer kleiner Stadtstreicher lässt sich hier in der offenen Gondel der Penckenbergbahn ein bisschen den Wind um die Ohren wehen. Tja, und jetzt geht der kleine Stadtstreicher auf den Friedhof. Und zwar auf den einzigen Friedhof, ich glaube, der Welt, auf dem es keine Toten gibt. Wie das geht, lasst euch überraschen. Ganz einfach, bei all diesen Grabkreuzen und Grabdenkmälern, die wir jetzt sehen, liegen schon lange keine Toten mehr drunter, denn sie sind historisch von aufgelassenen Friedhöfen zusammengesammelt. Es ist also eine Dokumentation der Begräbnisriten im alpenländischen Raum. Und zwar eine sehr umfangreiche noch dazu. Diese Sammlung wurde von der Familie Guggenberger in beispielloser Sammler- und Kleinarbeit zusammengetragen. Diese Grabkreuze oder Grabdenkmäler stammen zum Beispiel bereits aus dem 19. Jahrhundert. Die Grabinschriften entbehren dabei keineswegs einer gewissen Portion Humor. Manches Mal fällt dieser Humor sogar richtig deftig aus, oder? Na, wenigstens steht hier nicht Todesursache Corona. Obwohl, bei dem Bier. Sein Beruf war wohl Lehrer. Denn die müssen auch immer die Augen zudrücken. Und dieser Herr war mit Sicherheit, auf wienerisch gesagt, eine schöne Leich. Auch hier steht die Todesursache schon festgeschrieben. Frei nach dem Motto, die beste Ehefrau von allen, oder? Nun, gegen solch einen Nebenbuhler war der Liebhaber natürlich chancenlos. Bei diesem wunderschönen Kreuz lohnt es sich allerdings, etwas tiefer zu blicken. Wie war das in früheren Zeiten noch mit der Alterszählung? Ein Jüngling mit 75? Na bitte, da ist euer Stadtstreicher ja noch ein Baby dagegen. Noch was Zweideutiges gefällig? Dieser gute Mann teilt denn sein Leben offensichtlich in zwei Abschnitte. Ich glaube, hier bedarf es keines Kommentares. Und hier quasi zum Brr und so weiter, Engel, die Fortsetzung. Auch irgendwie voll logisch der Text, oder? Und hier hätten wir noch einen zum Thema beste Ehefrau von allen. Und noch so ein Jüngling mit 89 Lenzen. Welchem Beruf ging wohl dieser Herr Holzmüller nach? Ja, vorhin hat sich einer an seinem Bier zu Tode gebracht und hier offensichtlich einer an der anderen alkoholischen Möglichkeit. Wohingegen er offensichtlich nicht am Alkohol zu Tode kam. Dürfte ein rabiater Bursche gewesen sein. Ja, manchmal ist das Schicksal wirklich gnadenlos.
Ein klassisches Schwergewicht offensichtlich. Nun, dieser Herr konnte offensichtlich nachher noch erzählen, wie er zu Tode kam. Wer findet die Rechtschreibfehler in diesem Text, dann wisst ihr auch, was gemeint ist. Und was war wohl das Hobby des Schusters? Nun ja, und das noch lange bevor Corona kam. Ob der Geselle nur die Schneiderei weiterbetrieben hat, ist leider nicht überliefert. Die Nachrichten kurz und bündig. Tja, man soll den Weidetieren nicht zu nahe kommen. No, er ist wenigstens nicht alleine gestorben. Kurzmeldungen, die zweite. No, der Herr war wohl in der örtlichen Blasmusikkapelle auch tätig. Bei der mittlerweile bekannten Alterszählweise war der Herr ja quasi noch ein Baby. Und hier ein klarer Fall von Undank ist der Weltlohn. Das kommentiere ich jetzt bewusst mal nicht. Nun, passend zum vorigen Grabtext, er hätte ein potenzieller Jäger sein können. Und unerschöpflich ist das Thema mit der besten Ehefrau von allen. Also offensichtlich zählte Alkohol früher zur beliebtesten Todesursache. Und diesen Grabspruch, den kann man allerdings sehr wohl ernst nehmen. Diese drei Weltfriedensglocken wurden von Hans Kuchenberger, dem Initiator dieses wunderbaren Museumsfriedhofs, initiiert. Und zu den Friedensglocken passt auch noch das Weltfriedenskreuz, das Hans Kuchenberger gemeinsam mit seinem Partner Martin Reiter und dem deutschen Chorleiter Gotthilf Fischer hier am Museumsfriedhof in Gramsach aufgestellt hat. Wie um alles in der Welt kommt diese Kirche zum Namen Maria Brett Fall. Ja, also von den Krimmler Wasserfällen hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber jetzt ist es der echte Krimmler Wasserfall, der sich hier in die Tiefe stürzt. Übrigens bin ich jetzt nicht mehr in Tirol, sondern schon im Bundesland Salzburg. Ja, und von Krimmel ging's dann über die Großglockner Hochalpenstraße weiter, aber die zeigte sich mir wettermäßig von ihrer schlechtesten Seite.
Dafür verwöhnten mich dann die ersten Dolomitenblicke am Abend bei der Ankunft in Südtirol. Und mit dieser Geschichte geht's dann in der nächsten Folge weiter.